Günstig tanken nur mit ungarischem Nummernschild. Wie denken die Ungarn über die Ukraine sowie über Krieg und Embargo? Und ein schönes Haus in Strandnähe. Diese Themen also heute in der jüngsten Ausgabe von Ungarn Immo TV und damit herzlich willkommen. Schön, dass Sie auch heute dabei sind an diesem letzten Samstag im Wonnemonat Mai, wie es einst der Dichter formulierte. Es war eine schöne Woche, die wir hinter uns haben, mit wechselhaftem Wetter und mit einem Gewitter am Mittwochabend, aber es war schön, sommerlich, warm und hell, also wir können schon ganz zufrieden sein. So viel Zeit hatten wir diese Woche nicht, viele Beiträge konnten wir nicht machen, aber ich hoffe, dass Ihnen auch diese kurze Sendung heute gefallen wird. Wir machen uns auch darüber Gedanken, worüber jetzt wahrscheinlich ganz Europa nachdenkt, über den Ölpreis, über den Energiepreis, über den Krieg in der Ukraine. Aber vor allem möchte ich Ihnen jetzt in den nächsten Minuten präsentieren, was in Ungarn in der vergangenen Woche passiert ist. Hier unser Wochenrückblick. Um die niedrigen Energiepreise in Ungarn zu schützen und um die Lasten der Inflation zu verteilen, führte die ungarische Regierung eine Sondersteuer auf das Extraprofit der Firmen in jenen Wirtschaftsbereichen ein, die die Nutznießer der aktuellen Situation mit steigenden Preisen sind, gab Ministerpräsident Viktor Orbán am Mittwoch bekannt. Die Einzelheiten nannte am Donnerstag Kanzleiminister Gergely Gulyás während einer Pressekonferenz. Demnach seien Bereiche wie das Bankwesen, das Versicherungswesen, der Energiesektor, der Einzelhandel, der Telekommunikationssektor, die Fluggesellschaften und die Arzneimittelindustrie betroffen. Wichtig sei, so Kanzleiminister Gulyás, dass nicht die allgemeinen Steuersätze erhöht werden, sondern nur das erzielte Extraprofit mit einer Sondersteuer belegt werde. Mit einem Teil dieser Einnahmen werde auch ein Fonds für die Stärkung der Landesverteidigung angelegt, so Gulyás. Die Maßnahme soll bis Ende 2023 in Kraft bleiben. Seit Freitag, dem 27. Mai 2022, können in Ungarn nur Fahrzeuge mit ungarischer Zulassung an den Tankstellen günstig tanken. Der Spritpreis wird für die Autos mit ungarischen Nummernschildern weiterhin 480 Forint, also ca. 1,22 Euro betragen. Fahrzeuge mit ausländischen Kennzeichen können zu Weltmarktpreisen uneingeschränkt betankt werden. Gulyás begründete die Maßnahme damit, dass zehntausende Autofahrer aus den Nachbarländern täglich zum Tanken nach Ungarn fahren. Diesen Benzintourismus könne und wolle aber Ungarn nicht finanzieren. Am Dienstag dieser Woche haben die 14 Minister der neuen Regierung ihre Ernennungsurkunden von Staatspräsidentin Katalin Novák übernommen. Anschließend legten die Minister ihren Eid im Parlament ab. Die fünfte Orbán-Regierung hat 14 Minister, unter ihnen auch neue Gesichter. Die neuen Minister kümmern sich vor allem um wirtschaftliche Belange. Nach der Vereidigung sagte Viktor Orbán, dass er zwar seit 32 Jahren Abgeordneter sei, aber so viele Herausforderungen wie heute habe bisher keine Regierung meistern müssen. Dabei erwähnte er vor allem den Krieg in der Ukraine, mit dem Ungarn laut Orbán nichts zu tun haben dürfe, die hohen Preise für Energieträger und die Wahrscheinlichkeit einer weltweiten Wirtschaftskrise. Anschließend setzte sich die neue Regierung zu ihrer ersten Sitzung zusammen. Die Energiesicherheit des Landes besitzt für die ungarische Regierung die höchste Priorität, betonte Ministerpräsident Viktor Orbán am Montag in einem Gespräch mit dem Vorsitzenden des Europarates Charles Michel. Deshalb könne Ungarn, so der Ministerpräsident, das geplante Ölembargo gegen Russland nicht unterstützen. Orbán bekräftigte diesen Standpunkt auch in einem Brief an Michel und schlug vor, die Frage des Ölembargos auf der nächsten Sitzung des Europarates nicht auf die Tagesordnung zu setzen. Während die Gas- und Strompreise europaweit in die Höhe schossen, seien diese in Ungarn unverändert geblieben. Die Treibstoffpreise seien in der ganzen Europäischen Union in Ungarn am niedrigsten. Der Großteil der ungarischen Opposition schweigt sich im Moment über das geplante Ölembargo aus. Keine der Parteien hat sich bisher für die von Brüssel geplanten Maßnahmen ausgesprochen. Der Vorsitzende der grünen Oppositionspartei LMP, Peter Ungar, betonte ausdrücklich, dass seine Partei die Embargopläne in der aktuellen Form eindeutig ablehne. Die Löhne in Ungarn wuchsen seit März 2021 um durchschnittlich 17,5%. Bereinigt von der Inflation bedeutet das einen Reallohnzuwachs von 8,3%.
Dazu trug nicht nur die boomende Bauindustrie bei, sondern auch die Schaffung hochqualifizierter Stellen im Industriebereich und in der globalen Dienstleistung, da immer mehr internationale Firmen ihre Dienstleistungszentrale nach Ungarn verlegen, wie jüngst auch das deutsche Unternehmen Kostal. Trotz Ukraine-Krieg wird in Ungarn auch 2022 ein zweistelliger Reallohnzuwachs erwartet. Ein Bär in freier Wildbahn wurde von Augenzeugen aus der Nähe der Ortschaft Ocho im Komitat Pest gemeldet. Die Untersuchung der Pfotenabdrücke bestätigte die Nachricht. Nun wurden die Bewohner der Umgebung und die Touristen gewarnt, die umliegenden Wälder nun mit größter Vorsicht zu besuchen. Der Bär wurde inzwischen auch von einer Wildkamera fotografiert. Bären aus verschiedenen Landesteilen wurden in den letzten Jahren immer wieder gemeldet. Experten gehen davon aus, dass die Bären, die jetzt vor allem aus den Nachbarländern nach Ungarn kommen, sich in den nächsten Jahren in Ungarn sesshaft machen werden. Ja, das ist schon so eine Sache mit diesem Krieg in der Ukraine und mit den Ölpreisen, mit dem Embargo. Ich würde nicht sagen, dass die Ungarn ständig darüber reden, weil ich den Eindruck habe, dass es die Leute langsam nicht mehr interessiert. Aber wir starten heute eine ganz neue Reihe in dieser Sendung, denn vielleicht leben Sie in Ungarn fest, vielleicht haben Sie ein Ferienhaus in Ungarn, vielleicht planen Sie es nach Ungarn zu ziehen oder Sie verbringen Ihren Urlaub in einem Jahr oder in mehreren Jahren in Ungarn und vielleicht kommen Sie dann auch mit Ungarn ins Gespräch. Parallel dazu hören Sie und lesen Sie die Meldungen in der deutschsprachigen Presse über Ungarn, dann sind Sie auch in Ungarn, dann kommen die Gespräche. Und ich glaube, es ist immer sehr wichtig, wenn man dann weiß, wie die Ungarn über gewisse Dinge in dieser Welt denken. Heute ist dieser Krieg in der Ukraine sehr wichtig, dann das geplante Ölembargo. Und seit vielen Jahren gehen verschiedene Prozesse in Brüssel gegen Ungarn mit dem Rechtsstaatlichkeitsverfahren, dass wir gar nicht verstehen, was damit gemeint wird. Und wir haben uns gesagt mit Judith, dass wir Ihnen in den nächsten Minuten all dies zusammenfassen, wie die Ungarn darüber denken. Ich hoffe, dass es uns einigermaßen gelungen ist. Was halten die Ungarn von diesem Krieg und was halten die Ungarn von der Ukraine? Ich glaube, die Frage kann man relativ kurz beantworten, nicht viel. Die Ukraine ist zwar ein Nachbarland von Ungarn, aber ein unsagbar fremdes, ein unsagbar entferntes Nachbarland, in das man nicht gereist ist, in das man nicht gefahren ist, in dem man nichts verloren hat. Die Ukraine gilt als ein Land ohne Gesetze von Oligarchen bestimmt, in dem es keine öffentliche Sicherheit gibt und überhaupt sind die Verhältnisse so, dass man sie am besten gar nicht kennenlernt. Für die Ungarn ist in Bezug auf die Ukraine die wichtigste Frage, was mit den 150.000 Ungarn geschieht, die dort leben. Und die haben kein gutes Schicksal. Die Karpato-Ukraine hat 1000 Jahre lang zu Ungarn gehört, seit 1945 gehört es zur Ukraine und besonders in den letzten 30 Jahren hat sich dort die Lage der Ungarn verschlechtert. Und ganz besonders seit 2014, seitdem sich die neue Macht in Kiew etabliert hat. Die Ungarn werden dort ständig drangsaliert, ihre Vereinsräume werden angezündet, die Leute angepöbelt, die Wände angeschmiert. Und die Ukraine war vor wenigen Monaten gerade dabei, den muttersprachlichen ungarischen Unterricht an den Schulen zu verbieten. In der Ukraine existiert auch eine Liste der Feinde der Ukraine. Die ist in der Ukraine allseits bekannt und sie wird auch durch die Regierung in Kiew geduldet. Wie die ungarische Presse vor wenigen Tagen darüber berichtet hat, wurden nun auch Ministerpräsident Viktor Orban sowie Außenwirtschafts- und Außenminister Peter Szijjártó auf diese Liste gesetzt in der Ukraine. Trotzdem lässt es sich sagen, dass Ungarn in den letzten Jahren bemüht war, die Kontakte zu der Ukraine zu verbessern. Es gab verschiedene Hilfslieferungen aus Ungarn in die Ukraine, Lebensmittel, dann verschiedene Arzneimittel, auch Ausrüstungen für die ukrainischen Krankenhäuser und natürlich auch Covid-Impfstoff in den Zeiten, in denen es kaum Covid-Impfstoff auf dem Weltmarkt gegeben hat. Also man war bemüht, aber von der Ukraine kam keine einzige Geste. Russland ist auch nicht unbedingt das Lieblingsland der Ungarn. Russische Truppen haben 1849 und 1956 die ungarische Freiheit bereits zweimal niedergetrampelt. Aber in den letzten Jahren sind die Beziehungen zwischen Russland und Ungarn doch viel besser geworden. Beide Seiten haben viel dafür getan. Und ich glaube, wenn Sie sich jetzt mit Ungarn unterhalten,
wird Russland immer ein bisschen besser abschneiden in diesen Gesprächen als die Ukraine. Und deshalb denken die Ungarn, wie das auch Ministerpräsident Viktor Orbán auch oft sagt, dass es nicht unser Krieg ist. Wir sind an diesem Krieg weder interessiert noch beteiligt. Das betrifft uns überhaupt nicht. Es bedeutet für uns nur einen ganzen Berg von neuen Sorgen und Problemen. So denken also darüber die Ungarn generell, das lässt sich schon so sagen. Und jetzt kommt die Forderung aus Brüssel, dass ein Ölembargo gegen Russland eingeführt werden soll. Ein Ölembargo, das Ungarn absolut fertig machen würde, weil fast das ganze Öl über feste Leitungen aus Russland nach Ungarn kommt. Anders ließe sich eine Ölversorgung Ungarns überhaupt nicht bewerkstelligen. Und jetzt kommt nur noch Kritik. Und was denken die Ungarn über Brüssel, über die Politik der Europäischen Union Ungarn gegenüber? Kurz gefasst, es interessiert uns gar nicht mehr, was in Brüssel gesagt wird. Auch Oppositionswähler vertreten langsam die Meinung, dass man das Interesse an diesen Nachrichten aus Brüssel verloren hat. Auf der anderen Seite können das Deutsche, Niederländer, Schweizer oder Österreicher gar nicht verstehen, weshalb die Ungarn so denken. Weil diese Länder in der Geschichte nie eine längere Zeit hindurch von einer anderen Macht besetzt waren. Wie den Ungarn hatten hier die Mongolen, die Türken, die Habsburger, die Russen und dann auch noch die Sowjetunion. Die sind alle nach Ungarn gekommen und die wollten uns alle sagen, was wir zu denken haben und was wir tun sollen. Und was ist für uns dann aus die wichtigste geschichtliche Erfahrung? Nun, Mongolen, Türken, Habsburger, Russen und die Sowjetunion, die sind alle längst wieder weg. Und wir, die ungarische Nation, wir sind immer noch hier. Und wir denken, so wird es auch mit Brüssel sein. Von dort aus will man heutzutage auch bestimmen, wie wir leben sollen, was wir zu denken haben. Aber wir wissen ja, wie man damit umgeht. Und wir denken, Brüssel wird es in dieser Form auch lange nicht mehr geben. Und die ungarische Nation wird es immer noch geben, hier in Ungarn, in unserem Land. So denken also generell die Ungarn über diese ganze Geschichte. Dabei gibt es natürlich auch immer Ausnahmen auf beiden Seiten, auf beiden Enden der politischen Skala. Das ist in jedem Land so. Aber ich glaube, wir konnten vielleicht in den vergangenen Minuten so die mehrheitliche Meinung der Ungarn präsentieren. Und das kommt ja auch dadurch immer durch, dass bei den Parlamentswahlen die aktuelle Regierung bereits das vierte Mal eine Zweidrittelmehrheit errungen hat. Also dahinter muss ja schon eine Mehrheit sein, die so ungefähr gleich denkt. Und dazu muss man ja auch noch wissen, wenn Ungarn das englische Wahlrecht hätte, das Wahlrecht in Großbritannien, dann hätte diese Regierung heute in Ungarn eine Vierfünftelmehrheit. So wäre es in England ausgegangen mit den Proportionen der verschiedenen Stimmen. Naja, das ist schon eine ganz andere Geschichte. Darüber sprechen wir vielleicht ein anderes Mal. In den nächsten Minuten zeigen wir Ihnen ein sehr schönes Haus am Westbalaton, an der Südseite, vielleicht 200, 250 Meter vom Wasser, vom Strand entfernt. Also wenn Sie ein ähnliches Haus suchen, dann kann ich Ihnen dieses von ganzem Herzen empfehlen. Hier auf dieser Straße sind wir also angekommen. Es ist eine schöne, gepflegte Straße, eine konsolidierte bürgerliche Gegend, einige hundert Meter vom Strand entfernt. Und hier sehen wir auch schon das Haus. Und wir gehen jetzt mit wenigen Schritten auch rauf auf das Grundstück, damit wir alles wirklich gut sehen können. Hier kommt man zu Fuß rein und Sie sehen, es ist eigentlich ein Doppelhaus. Ich mache jetzt noch einige Schritte hier in dem Garten, um das zu sehen. Aber das Haus hat nur eine gemeinsame Wand mit den Nachbarn. Besser gesagt, die zwei Wände berühren sich, aber es ist keine gemeinsame Wand, sondern es sind zwei Wände, die nebeneinander aufgezogen wurden. So sieht also hier der Garten aus. Mir gegenüber gibt es auch eine große Einfahrt. Hier kann man auch mit einem Wohnmobil reinfahren oder eben mit einem Wohnwagen und den kann man hier auch bequem abstellen, denn Platz dafür gibt es hier genug. Also wenn jemand dieses Haus nur als Ferienhaus nutzen sollte, dann besteht auch die Möglichkeit, hier mit einem Wohnmobil oder mit einem Wohnwagen anzukommen. Hier auf der rechten Seite ist noch eine kleine Einfahrt, die ist gedacht für diesen Raum hier mir gegenüber. Denn das ist eigentlich eine Garage,
auch wenn dieser Raum in diesem Moment, und ich muss jetzt ein bisschen den Vorhang wegziehen, also dieser Raum wird jetzt praktisch nicht als Garage, sondern als Abstellraum und Waschküche benutzt. Hier auf der linken Seite kommt man auch direkt rein in das Haus. Und hier weiter unten gibt es noch eine ganz kleine Stelle, wo man die verschiedensten Sachen abstellen kann. Aber wie gesagt, ursprünglich ist dieser Raum eine Garage. Wir gehen jetzt wieder raus in den Garten, denn da hinter dem Haus, da gibt es noch eine schöne Grünfläche, wo man sich im Sommer und natürlich auch in anderen Jahreszeiten aufhalten kann. Da kann man Partys feiern oder einfach den Tag und den Sonnenschein genießen. Vor allem, nachdem man einen Strandbesuch absolviert hat. Man kann ja zu Fuß runter in wenigen Minuten, wirklich in wenigen Minuten zum Strand. Das ist nicht so, dass man eine halbe Stunde von hier aus laufen muss, sondern vielleicht 5 Minuten. Und dann ist man hier im Garten. Und hier sehen wir vielleicht noch einmal etwas besser das Haus. So sieht es also aus. Und auch der ganze Garten, damit wir eine kleine Übersicht haben. Hier ist auch noch ein kleines Gartenhaus, in dem man eine ganze Menge von Sachen aufbewahren kann. Strandsachen, den Rasenmäher, Gartengeräte, was auch man immer möchte. Das Grundstück hat insgesamt 400 Quadratmeter. Besonders, wenn man nicht so begeistert vom Rasenmähen ist oder wenn man das Haus einfach als Ferienhaus benutzen möchte, dann kann das ganz praktisch sein, denn dann hat man viel mehr Zeit für sich selbst als nur für die Gartenpflege. Wir gehen jetzt aber auch rein in das Haus. Hier auf der rechten Seite sehen Sie noch den Garten, wie auch hier auf der linken Seite. Aber durch die Tür gehen wir jetzt ganz einfach rein in das Haus und wir kommen zuerst in einen großzügigen Vorraum, wie man das auch auf diesen Bildern sehen kann. Mit viel, viel Licht durch die vielen Glasscheiben, durch die vielen Fenster. Eine schöne Installation sehen wir hier auch, um die Gäste damit zu empfangen. Hier kommt man dann auch in den Garten raus. Ich wende mich aber zuerst, um zu sehen, wo wir reingekommen sind. Und das war da vorne. Und hier auf der rechten Seite gehen wir jetzt rein in das Wohnzimmer, in das Wohn-Esszimmer. So sieht es aus. Hier im Untergeschoss sehr schön eingerichtet. Der Raum ist wirklich großzügig, da kann man sich auch bequem hinsetzen. 6 Personen haben am Tisch bequem Platz, um hier zu essen. Durch die Fenster gibt es auch Licht genug. Und hier auf der anderen Seite kann man sich auch bequem hinsetzen, wenn man Fernsehen möchte. Also Raum ist auf jeden Fall genügend da und man hat auch dieses Gefühl, dass man nicht eingeengt ist in diesem Zimmer. Hier links durch dieses Gewölbe kommen wir hier auf der linken Seite zunächst in das Bad, auf dieser Ebene mit einer Badewanne. Hier an der Seite finden wir auch die Gastherme, die für die Zentralheizung im Haus sorgt. Da ist also die Badewanne, eine Handwaschgelegenheit und was man unbedingt braucht in einem Bad, auch ein Fenster. Dort, wo es ganz hell ist, dort kommt das viele Licht in dieses Bad rein. Gehen wir hier raus, so sehen wir auf der gegenüberliegenden Seite eine kleine Nische mit einem Mikrowellengerät. Da könnte man auch eine kleine Teeküche einrichten, wenn es nicht eine andere richtige Küche hier auf der linken Seite geben würde. Sehr schön eingerichtet mit einem Küchenschrank natürlich, mit einem Herd und mit einer Kochplatte. Hier haben wir auch noch einen Kühlschrank und auch viel Licht durch dieses große Fenster. Also es ist auch sehr schön eingerichtet. Hier sehen wir auch noch eine kleine Nische, so eine kleine Kammer, in der man so manches aufbewahren kann. Und bevor wir diese Ebene verlassen würden, zeige ich noch, dass wir hier neben dem Bad, also hier war das Bad und hier gleich nebenan ist auch noch ein WC, ebenfalls mit einem Fenster, was sehr, sehr wichtig ist. So sieht es also aus hier auf der unteren Ebene. Hier machen wir noch einen kleinen Schwenk zur besseren Übersicht. Also das Wohnzimmer ist hier mit dem Esszimmer oder mit dem Esszimmerteil. Hier kann man sich bequem hinsetzen und hier auf dieser Treppe geht es dann nach oben, denn hier muss ich auf die Klinke drücken und schon öffnet sich eine Tür. Und hinter dieser Tür befindet sich ein, ja, man kann schon sagen, ein großzügiges Treppenhaus. Auf der Treppe kommt man sehr schnell und sehr bequem nach oben.
Das sind ja nur wenige Schritte und schon sind wir praktisch auf der Hauptwohnebene hier oben im ersten Geschoss. Wir gehen dann zunächst mal nach links. Und hier auf der linken Seite finden wir ein wirklich großzügiges Schlafzimmer, ein Elternschlafzimmer mit vielen Fenstern, wie Sie das auch sehen können. Und eigentlich mit einer schönen Aussicht. Man sieht hier überall nur grün. Die Straße ist sehr geordnet, eine sehr schöne Straße, nur einige hundert Meter vom Strand entfernt. Hier kommt man auch raus auf die Terrasse. Die ist zwar nicht groß, aber immerhin, man kann hier schön rausgehen und sich hinsetzen, wenn man es möchte. So sieht das also noch einmal aus hier im Schlafzimmer. Mit den Fenstern hier auf der linken Seite hat auch noch ein größerer Schrank Platz. Und so gehen wir auch weiter. Denn hier gleich links nebenan befindet sich ein kleinerer Raum, ebenfalls mit einer Tür auf die Terrasse und mit einem Fenster. Hier könnte man vielleicht ein kleines Gästezimmer oder ein kleines Kinderzimmer einrichten. Dafür ist für ein Bett ist hier auch Platz genug. Also zwei Zimmer nebeneinander hier im ersten Stock. Wenn wir uns drehen und Richtung rechts weitergehen, sehen wir hier zunächst die Treppe, auf der wir raufgekommen sind. Und hier auf der rechten Seite ein weiteres Schlafzimmer, also quasi das dritte. Hier im ersten Stock, hier hat auch ein großes Doppelbett bequem Platz. Ein großes Fenster ist auch da und auch der Heizkörper von der Zentralheizung. Und der junge Mann, der jetzt in diesem Zimmer wohnt, nutzt dieses Zimmer praktisch auch als Arbeitszimmer, in dem er sicherlich viele schöne Sachen am Computer machen kann. Hier auf der rechten Seite gibt es noch eine Tür und wenn wir hier rausgehen, dann kommen wir hier auf die Terrasse. Ich zeige das Ihnen jetzt auch in diesem schönen Sonnenschein im Sommer. Also da hat man auch genug Platz, wenn man sich hier hinsetzen möchte und man hat von hier aus auch eine Aussicht in den Garten selbst. So sieht also der Garten von hier aus gesehen aus. Hier auf der anderen Seite finden wir auch eine Treppe, die von unten nach oben führt. Also man kann auch direkt aus dem Garten nach oben. Im Sommer, man muss nicht durch das ganze Haus gehen, wenn man auf die Treppe möchte. Oder besser gesagt auf die Terrasse. Und schon mit wenigen Schritten ist man dann auch drin in dem Haus. Das hat auch praktische Vorteile, denn hier auf der rechten Seite finden wir auch ein WC, ebenfalls mit einem Fenster und hier auch eine Dusche. Also insofern ist das ganz bequem, wenn man sich nur schnell duschen möchte, kann man auch auf der Terrasse auf dieser Treppe rauf und man muss nicht durch das ganze Haus laufen. Nur einen Schritt weiter gibt es eine weitere Tür und wenn wir die öffnen, dann sehen wir die Treppe, die nach oben führt. Hier gehen wir jetzt auch rauf, denn da oben befindet sich noch ein großer Raum und den möchte ich Ihnen unbedingt zeigen. Gleich kommen wir hier auch an. Das ist wirklich ein großer Raum, in dem man vieles machen kann. Man kann es auch als Gästezimmer nutzen oder eben als Elternschlafzimmer. Vor allem auch deshalb, weil hier nebenan, da haben wir auch gleich ein WC mit einer Handwaschmöglichkeit. Also man muss hier nicht nach unten, wenn man hier übernachtet und wenn man doch aufs WC muss. Eine Menge von Einbauschränken gibt es hier auch. Vielleicht zeige ich das jetzt hier auch. So sieht also die ganze Wand aus, da kann man so viele Sachen unterbringen, dass man sich eine Menge von anderen Schränken ersparen kann. Die Aussicht ist auch von hier sehr schön. Es ist eine sehr gepflegte Straße, wie gesagt, nur wenige hundert Meter vom Strand entfernt. Und wenn ich mich wende, dann hat man auch einen schönen Überblick. So sieht also dieses Zimmer hier oben aus. Und mit diesem schönen Haus in Wassernähe am Westbanaton an der Südseite sehen wir langsam auch am Ende dieser kurzen Ungarn Immo TV Sendung am 28. Mai, am Samstag.
Vielen Dank, dass Sie auch heute dabei waren. Wir wünschen Ihnen einen weiterhin schönen Samstag, ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Von uns tschüss, bis zum nächsten Mal.